Hallo Leute, habt ihr schon alle die neuen Folgen Miraculous Ladybug gesehen? Ich musste mich erstmal von den spektakulären Ereignissen erholen, aber jetzt muss ich drüber reden, also Spoiler-Alarm! So viele Helden! Ihr dachtet, dass es bisher schon viele Miraculous-Besitzer gab? Jetzt sind es nochmal so viele mehr! Gut gemacht! Könnt ihr euch überhaupt noch an alle Namen erinnern? Ob Ladybug das kann? Miss Hound! Rooster Bolt! Moment, ich schreibe es auf. Caprica! Nicht so schnell! Minotauros! So ein großes Team zu organisieren ist bestimmt nicht einfach. Ich warte hinterm Springbrunnen. Ich verwandle mich gleich zurück. Immer schauen, dass alle Quamis etwas zu essen bekommen. Miraculous verteilen, Miraculous einsammeln. Sogar Fußballtaktiken müssen ausgeheckt werden. Kein Wunder, dass dafür so manches keine Zeit mehr bleibt. Wie zum Beispiel für Cat Noir. Das haben wir kommen sehen, oder? In letzter Zeit hat Ladybug wegen all ihrer Aufgaben als Hüterin ihr Schmusekätzchen ein bisschen vernachlässigt. Wirklich toll. Ständig hat sie ihn entweder vergessen oder lieber andere Helden dazugeholt. Aber ich kann helfen. Es ging sogar so weit, dass Adrien schon daran dachte, die Katzentatzen an den Nagel zu hängen und als Catwalker eine neue Heldenidentität auszuprobieren. Guten Abend, Ladybug. Zum Glück hat Ladybug sich nochmal besonnen und Cat Noir gestanden, wie sehr sie ihn braucht. Besser spät als nie. Denn die Probleme warten schon in Form von Felix. Adriens fieser Cousin guckt nicht nur gern böse, wenn er denkt, dass niemand zuschaut. Er ist auch noch ziemlich clever. Erst erkundigt er sich, wie die Miraculous funktionieren. Dann schleicht er sich bei seinem Onkel ein, findet sein dunkles Geheimnis heraus. Shadow Moth. Haut dann noch Ladybug übers Ohr und schafft es ihr, fast alle Miraculous abzunehmen. Und trotzdem sitzt seine Frisur noch. Behalten wollte er aber aus irgendeinem Grund nur das Pfauen-Miraculous. Er muss etwas Bestimmtes damit vorhaben. Die anderen hat er nicht etwa im Internet verkauft, sondern weitergegeben an, nicht mehr Shadow Moth, Monsieur Agrest. Wir haben zum ersten Mal gesehen, wie es funktioniert, wenn er nach Akuma-Opfern sucht. Perfekt. Dazu hat er noch ein paar neue Schmetterlinge gezüchtet, ein neues Parfum auf den Markt gebracht. Was hat er sonst noch so gemacht? Das liegt mir auf der Zunge. Ach ja, er besitzt jetzt mehr als ein Dutzend Miraculous. Dank seines Neffen endete sein etwas dubioser Plan für ihn siegreich. Aber was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Wird er jetzt Multimoth? Wird er alle gleichzeitig benutzen? Oder macht er es wie Ladybug und verteilt sie an seine Freunde? Wenn er welche hat. Einige Leute wären bestimmt interessiert, wie würde so ein Team heißen? Die miesen Miraculous Möchtegerns? Und was wird Ladybug bzw. Marinette nun tun? Sich verstecken? Ein neues Leben als Kellner Mario beginnen? Niemals! Sie und Cat Noir werden bestimmt eine Lösung für dieses Chaos finden. Aber bis es soweit ist, schaut weiter Miraculous Ladybug. Täglich um 18:55 Uhr im Disney Channel.